sait. Non mas, yo fui. Kommt mit zum Rentierehüten. Erlebt, was Mika, der Rentierfarmer in Finnland, alles so erlebt an einem Tag. Wir sind dabei, wie die Rentiere von einer Weide zur anderen gebracht werden. Mika erklärt euch, was es alles so für Probleme im Hintergrund gibt. Und ihr könnt auch sehen, wie die Hunde mit den Rentieren arbeiten. Alles in allem ein sehr spannender Film. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, früher Moin. So, jetzt warten wir noch den Mika. Der ist gerade noch die Rentiere am Füttern, weil die haben ja noch welche im Gehege, die sie halt fest hier halten. Die muss natürlich gefüttert werden. Ja. Und jetzt fahren wir raus und hüten noch ein paar Rentiere, die sich auf irgendwelchen Feldern verirrt haben. Wir sind dann los und Mika schaut in dem GPS da auf dem Handy, wo denn die Rentiere wohl sein könnten. Ich habe dann die Drohne nach oben gebracht, um zu schauen, wo die denn sind. Und da haben wir sie auch schon gefunden. Da liegen die auf einem Platz, den sie sehr mögen, aber da sollen die nicht sein. Deswegen müssen wir den Einstein losschicken und der treibt die dann da weg. Den Einstein seht ihr hier nicht auf der Aufnahme, weil der ist noch gut 100 Meter von den Rentieren entfernt. Dann bewegen die sich aber schon. Der Hund hat eine hohe Scheuchwirkung auf diese Tiere. Also da muss man sich wirklich auf den Hund verlassen können, dass er nicht anfängt, die dann auch zu hetzen oder hinterher zu jagen, weil das wäre nicht im Sinne des Erfinders. Also euer Hund, wenn ihr den ohne Leine durch die Gegend rennen lässt, scheucht die Rentiere, ohne dass er es überhaupt merkt. Also wenn er an der Leine dran ist, haben die keine Angst, aber wenn er frei rumläuft, dann merken die das. Ja, und als der Einstein dann seinen Job gemacht hat, ist ein gut trainierter Hund, dann kam er natürlich sofort angerannt, als wir ihn wieder zurückgerufen haben. Ja, da haben wir jetzt mit diesem Peilgerät, ja, das ist so eine Peileinrichtung, weil die diese Halsbänder, die oben haben, das sind so GPS-Sender. Und die haben so eine automatische Todmeldung, also dass wenn sich das Tier lange nicht bewegt, dann wird das aktiviert, richtig? Sure. Yes. Yes. I explained that this GPS thing has an automatic death recognition. Yes, okay, so da haben wir dann eins gefunden und gestern schon zwei und noch eins irgendwo woanders, wo uns jemand angerufen hat. Und die Todesursache von den gestern, da ist man eins gefunden, das wurde wohl von Wölfen gerissen. Und die Wölfe, das sieht man da dran, hat der Mika mir erklärt, they always take the whole animal, right? The wolves, also die Wölfe, die nehmen alles weg, da ist da nichts über. Ja, und bei den Bären, der Bär, They skin first, the recognize and clever. Yeah, maybe too much detail. Yeah. Ja, also die Bären, da sieht der Tatort anders aus und die sind die ist die Haut abgezogen. Die Wölfe fressen wohl die Haut mit irgendwie. Und ja, ansonsten gibt's noch Wölfe, also Wölfe, Bären, Vielfraß, Wolverine auf Englisch, ja. Luchse natürlich auch und ja, das ist es so an unter Umständen noch Adler. Huh? The Eagle, yes, yeah, yeah, the Eagle, they take the babies basically, yeah. Yeah, yeah. And the ones without the antlers, the fully grown. Oh, really? Yes. Ja, also die Adler, die nehmen schon auch Tiere ohne das Geweih. Warum haben die kein Geweih? Why don't they have antlers? They drop them every year, so after giving birth to the babies, the females don't have antlers, and then they can be in the open area target. Ja, so also die Weibchen, die verlieren ihr Geweih nach der Geburt von den Babys sozusagen. Ja. Lustiges Detail noch zu dem Thema: Die männlichen Tiere, die verlieren ihr Geweih vor dem Winter. Before winter, they lose, yes. Ah, ja.
und die Weibchen nach dem Winter, im Frühjahr dann. Ja? Und die Kastrierten, ja, also die werden auch teilweise kastriert, damit die zahmer werden. They are castrated, so they are behave better. Yeah. Yeah, they drop the antlers in the spring. Ja, die, und die haben die über den Winter. So, jetzt könnt ihr mal drüber nachdenken, wie das denn bei den Rentieren, also dem Rudolf mit seiner roten Nase, die den Nikolausschlitten ziehen ist. Also, das sind entweder Mädels oder Kastrierte. Klar, ne? Weil im Winter haben die kein Geweih, außer den männlichen Tieren. Die haben keins. Die Weibchen haben. Ne? Weibchen und Kastrierte, die haben über den Winter Geweih. Die Männchen verlieren das vorher. So, jetzt können wir mitschauen gehen, wie der Einstein denn die Aufgabe löst. Hinten am Waldrand da, ganz hinten, da ist eine Herde von um die 30, 40 Stück. Er zeigt sich nur und schon bewegen die sich. Das hat auch damit zu tun, dass andere Tiere, die in der Umgebung sind, wie so ein Hase, der da am Rand losrannte, denen auch Signale geben, hallo, da ist ein Hund oder Wolf. Ja, weil die Rentiere, die assoziieren ja wohl den Hund auch mit einem Wolf. Und der Einstein nimmt dann auch selbstständig weiter Abstand. Er will nicht hetzen. Ja, das hat er beigebracht bekommen. Hier haben wir dann mit zwei Hunden gearbeitet. Das war ein bisschen schwierig, weil der Einstein sollte langsam machen und der andere sich mehr beeilen. Der Unterschied vom Tempo von den beiden ist wohl zu groß gewesen. Das war aber kein Problem, weil der Einstein hat die Aufgabe selber gerafft. Er hat gemerkt, pass mal auf, die zwei, die sind da abgehauen. Dann ist er einmal um die rumgekurvt und hat die von außen überholt und zurück auf den Weg gebracht. Und er hält immer noch ein bisschen Abstand. Also der rennt noch nicht Vollspeed, der kann noch schneller, sondern er zeigt dir nur, wo es lang geht und kommt dann auch auf Rückruf sofort zurück. Ja, dass ihr seht, der hetzt die nicht. Das ist der Riesenunterschied von einem Hütehund zu einem Hund, der einfach nur rumkläfft oder den hinterher jagt. Ja, diese Disziplin muss der haben. Ja, wie auch immer. Jedenfalls der Verlust über diese Raubtiere, der liegt so bei 3-5%, sowas um den Dreh, richtig? The Predators 3-5%. Ja, 5-10, yes. Und dann gibt es halt noch ein anderes Raubtier, das ist eben der Straßenverkehr. Ja, das Rentier, was wir jetzt eingesammelt haben, das wurde auch angefahren von dem Auto auf so einem Waldweg. Und das kommt noch dazu. Und dann ein anderes Problem ist, sind halt neben den Wölfen halt auch Jagdhunde, die ausreißen. Ja, wir haben eben auch noch einen eingefangen da, der sich irgendwie aus unerfindlichen Gründen, also irgendwie aus dem Käfig rausgemacht hatte von einem Jäger. Und die hetzen natürlich auch die Rentiere. Ja? Und wenn du die kriegen, verletzen die oftmals und dann verenden die Tiere auch. Also das, so alles in allem, Raubtiere, Hundeverbiss, Straßenverkehr, sind hier in der Gegend, würde der Mika so schätzen, so um die 10%, bis zu 10%, die da verlieren. Das ist schon mal ganz ordentlich. Ne? Ich habe von anderen Gegenden gehört, wo das bis zu 30% ist. Ja, das ist dann, je nachdem, wie viele Bären da sind und so weiter. Ja? Und das war in Schweden, in Krokom. Da haben sie so viele Bären. Ja, also schön immer die Hunde an die Leine nehmen, ja? Weil deswegen setzen wir auch Hunde ein zum Hüten von den Rentieren, weil die haben eine extreme Fluchttendenz. Also die sehen den Hund bloß, ja, und dann geht schon los. Dann sind die schon auf der Flucht. Und wir müssen den Hund halt immer so zeigen oder den Hund auch schon mal ein bisschen hinterher schicken, dass sie auf jeden Fall in die Richtung gehen, wo sie halt hin sollen. Und das ist jetzt auch das Training von dem Einstein, dass der halt die Ruhe behält und wirklich nur sich kurz ein paar Meter bewegt, schnell, das langt schon, da hat er schon eine Herde mit 100 Stück, die sind da losgerannt schon. Ja? Das ist dann, aber in die richtige Richtung muss er die kriegen. So. Aber das soll man nicht mit selber da rumprobieren mit den Hunden an der Leine und die schön an der Leine lassen immer. Ne?
weil auch, ja, weil die Wölfe, ja, zum Beispiel, die, die nehmen auch den einen oder anderen Hund. Und da gibt es Berichte von, dass die Wölfe da sehr geschickt sind. Die locken die Hunde teilweise an. Ja, da meint der Hund, ja, das sind ja Kollegen quasi. Wir piffen eins. Ja, so viel aus der Wildnis Finnlands. Und jetzt fährt der Mika noch einen neuen Hund holen. Die haben sich, kriegen einen neuen Welpen heute. Da gibt es also noch Welpenbilder.